Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil RPG Rebirth. Ja, in der letzten Folge sind wir ja hier in den Abgrund gekommen. Mussten eine Entscheidung treffen, die Barry betrifft. Und hier ist ein grässliches Geräusch. Den wollten wir ja... Oh, was ist das denn? Auf den Grund gehen, wollte ich gerade sagen, aber... Da wurde ich jetzt doch ein bisschen von diesem komischen Viech da überrascht. Ja gut, wir lassen es mal drauf ankommen. Ich weiß natürlich nicht, was es für ein Vieh ist. Gut, dann mal los. Ah, Lisa Trevor ist wieder da. Gut, die will also nochmal eine Abreibung bekommen. Kann sie haben. Dann mal los, also. Ich wäre dafür, dass wir mit Jill die Ingram benutzen, die macht ja gut Schaden. Mit Chris die Rifle. Ja, Barry natürlich seine geliebte Code Python und Rebecca haut noch ein Messer zu. Ach, 20 Schaden, das geht ja noch. Wow! One-Hit-Kill. Ja, wie jetzt? Jetzt will ich aber mal was ausprobieren. Wie viel hält die überhaupt aus? Können wir die etwa nicht töten? Wenn wir jetzt immer wieder in einen Kampf verwickeln, das wäre ein bisschen doof. Oh, jetzt treff doch mal. Ich habe übrigens etwas an den Audioeinstellungen geändert. Ich hoffe mal, das hört sich jetzt ein bisschen besser an. Ich war da auch nicht so ganz zufrieden. Und mir haben einige von euch gesagt, dass sich das ein bisschen dumpf angehört hat. Ich hoffe mal, ich habe jetzt die Fehlerquelle beseitigt. Und es hört sich für euch ein bisschen klarer an. So, jetzt aber... Wo der buckligen Lisa jetzt mal... eine reinhauen, so. Das war hier... Ah, geh weg! Meh. Was? In Ruhe! Die mit ihren blöden, komischen Handschellen da. Ah. Geh tot! Critical! 107 Schaden. Ach, halt's Maul. So. Wo geht's denn hier weiter? Was heißt die Kiste? Ja, ist nichts drin. Ah, ich will hier raus. Mist, das ist eine Wand. Muss man doch wieder zu der hin. Oh. Geh doch kaputt. Ja, hau halt weiter drauf. Zum Glück macht die nicht so viel Schaden. Aber wenn wir jetzt hier ständig in den Kampf kommen, die Masse macht's. Rebecca hat jetzt auch nur noch 98 Leben, wenn ich das richtig sehe. Och, das gibt's doch nicht. Na, Messerchen, noch ein Messerchen und noch ein Messerchen. Ja, noch ein Messerchen, so. Der verfehlt natürlich. War ja klar, mit Messer kann er nicht um, nur mit Knarren. Jetzt macht schon, Leute. Ja. Ja, ich will hier weg. Ich will hier weg. Oh, ich will hier weg. Mist. Genau, renn du mal nach oben, ich renn hier lang. Ah, verdammt. Jetzt geh kaputt. Lass uns in Ruhe, liebe Lisa. Ach, 19 Schaden. Ja, ihr merkt schon, Freunde, das ist hier ein wenig langwierig, wenn man den Weg nicht kennt. Ich kenne ihn nicht. Werdet ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. Oh, da ist eine Tür. Rein da. Hui.
Na, endlich. What's going on? Oh, well, that was unexpected. Ja, Spinnen. Ganz viele Spinnen. Ich will nicht. Blaues Kraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Spinnen. Geht weg. Dreckige Viecher. Nee. Einfach mit dem Messer. Stirb! Die Beutlins geben niemals auf. Mist, ist ja gar nicht Herr der Ringe. Beretta und Messer. Schlitz auf das Viech. Schlitz auf das Viech. Ja, es ist tot. Und das sind noch zwei weitere. Zum Glück haben wir blaues Kraut bekommen. Ich will ja weg. Ich will da nicht unten hin. Spinne. Das gibt's doch nicht. Ich hoffe, das war die obere. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt nicht richtig erkannt. Welche uns da berührt hat. Ich hoffe, das war die obere. Definitiv. Ich will da weg. Ich mag keine Spinnen. Vor allem nicht so große. Guckt euch das Vieh doch mal an. Bäh. So, der soll sich jetzt aber mal heilen. Was habe ich da gerade benutzt? Oh. Na gut, so schlecht war das jetzt auch nicht. Es war die obere, aber ich war zu langsam. Ja, Freunde, ich möchte ein wenig Munition sparen. Ich weiß ja nicht, wann wieder welche kommt, die man einsammeln kann. Deswegen, und so viel Schaden ist das jetzt eigentlich auch nicht mehr. Wenn man jetzt das Gift direkt heilt, wenn die Charaktere vergiftet sind, sollte das eigentlich nicht viele Probleme bereiten. So, das Vieh haben wir auch erledigt. Endlich, nein, da kommen ja noch welche. Oh, blaues Kraut. Spinne. Da, da, geh noch runter. Runter, runter, runter. Blaues Kraut. Oh, das. Ja, komm, die schmauen wir. Moment. Die guckt in die andere Richtung und ist rot. Holen wir die riesige. Ja. Die riesige Insektenquetsche raus. Ingram. Durchlöchern wir das Viech. Vorbei mit hier Munition sparen. Töten. Geht doch. Du auch. Du verreckst jetzt auch. Badadadadam. So. Hauptsache das Kraut ran. 1, 2, 3, 4. Oh, ich sehe nichts vor lauter Spinnweben. Das ist noch mehr. Zack, zack. Ich fühle mich hier gerade wie ein Farmer bei seiner Ernte. Was zur Hölle? Geht weg. Wird er mir schwindelig. Okay. Das ist eine normale. Ich weiß jetzt nur nicht, wie stark die roten sind. Deswegen habe ich die jetzt einfach durchlöchert. Oh, das ist ein... eine actionreiche Folge hier. Ohne Ende Kämpfe, ohne Ende Tod und Verderben für diese achtbeinigen Krabbler. Ja, sowas gibt's auch nur hier. Und jetzt ist Barry tot.
Mistvieh. Ja. Rifle! 300 Schaden, mehr Leben haben sie nicht. Geh weg! Renne ich auch noch voll gegen die Wand. Ehrlich. Ich lasse es jetzt drauf ankommen. Ich will wissen, wie viel Schaden die machen. Genauso viel. Hätte die Munition gar nicht verschwenden brauchen. Ja, meine typische Paranoia. Jetzt stirb doch. Wie viel Leben kannst du nicht haben? Aha, geht doch. Da stirb. Mieses Drecksvieh. Und noch eine Runde. Schlitz, Hack. Oh, Jill ist bewusstlos. Wie viele gemischte Kräuter haben wir noch? 4. Eigentlich müsste Chris jetzt dran sein. Nein, die Spinne verreckt natürlich vorher. Hm. Nö. Ich will die die grünen Kräuter nicht benutzen. Ich will das da. Das gibt nochmal 80. Das wären 180 für jeden. Für einen mehr kriegen beide 100. Wow, komm. So. Ammo-Box C. Futter, Futter. Barry auch mal futtern. So. Bisschen Munition gefuttert. Nein. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Nein. Ich fühle mich hier gerade wie eine Ratte im Labyrinth. Oh, das sind Kräuter. Geh weg. 1, 2, 3. Geh weg. Ja, dran vorbei. Und noch mehr Kräuter. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja, gegen dich kämpfen wir jetzt. Komm, du willst es doch. Du stehst auf kleine Sticheleien. Ach, mein nächstes Drecksvieh. Oh, kritischer Treffer. 110 Schaden. Ja, das haut rein. 59, 55. Zählen wir jetzt rückwärts. 56. Hauptsache, das Vieh ist tot. Geh weg. Ich will eigentlich gar nicht gegen die ganzen Drecksviecher kämpfen. Ich will nur vorbei. War klar. Mensch. Also, diese Viecher sind irgendwie noch nerviger als im Originalspiel, finde ich. Vor allem sind das so viele. So viele waren auch im Originalspiel nicht drin. Ich weiß nicht, dass ich mich erinnern könnte. Gehart, ich hasse Spinnen. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich hasse Spinnen. So, weg. Na, weg. So, ich will da jetzt dran vorbei. Bitte. Danke. Ah, was zum... Das Vieh riesig und hässlich und haarig. Ah. Ich nenne sie jetzt liebevoll Kankra. Back Tiger Spider. Ich glaube, die hieß eigentlich Black Tiger Spider. Ist ein kleiner Fehler drin. Die gibt's auch. Oder gab's die auch im Originalspiel? Ne, stimmt, die gab's glaube ich auch im Originalspiel. Nö, Rebecca, die. Doch, Heilung spät Level 3. Ingram, 300 Schaden schon mal. 91, ja, die macht schon mal fast doppelt so viel Schaden wie ihre kleinen Kollegen. Frisst durch uns jetzt aber auch dafür ziemlich viel. Oh, gut Schaden machen. Hauptsache das Vieh stirbt. Und für Bosskämpfe
verwahre ich mir ja die ganze Munition. Jedenfalls so viel wie geht. Oh, Barry darf sich jetzt mal ein Munitionspäckchen einwerfen. Okay, ich habe mich nur gerade gewundert. Oh ja! Rebecca war es, glaubt, ne? Rebecca hat sie umgebracht mit ihrem Messer. Ja. Rebecca heißt auch eigentlich Frodo und hat Stich dabei. Geh weg! Okay. Hallo? Nein! Wir haben dieses Riesenvieh platt gemacht, das geht ja immer noch nicht weiter. Gibt's doch nicht. Ich finde, die Kämpfe dauern ein bisschen lange. Miss, super. Triff doch mal, alter Mann. Stirb. Mist, die ist ja vergiftet. Irgendwie habe ich auch immer so die kleine Macke, dass ich in rundenbasierten Rollenspiel-Kampfsystem immer weiter auf die Taste drücke. Aber genau weiß, es geht dadurch nicht schneller. Ich mache es aber trotzdem. Ach, da ist eine Leiter. Ja, wollen wir. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Oder ob ihr schon mal so Rollenspiele gespielt habt und dann eure Angriffsbefehle gegeben habt und dann trotzdem immer weiter auf die Taste gedrückt habt. Wenn ihr sowas kennt, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, ob ich damit alleine bin oder nicht. Wir haben ein Silbermesser gefunden. Das wollen wir auch gleich mal Barry anlegen. Der hat nämlich als einziger keins. So, jetzt haben alle eins. Und, ja. Ah. Schlangen ohne Ende. Irgendwie würde ich ja gerne noch gucken, was da unten in der Tür, wo Lisa rumeiert, noch zu finden ist. Oder ob es da überhaupt was gibt. Aber ich habe keine Lust, jetzt gegen die zu kämpfen, Freunde. Ich guck jetzt hier mal rum. It's locked. It needs the key with the carving of a spear. Ja, den bekommen wir hier nicht. Da habe ich euch ja schon verraten. Genau. Die messern wir jetzt mal weg. Genau. Hackt mal alle auf Jill rum. Die hat es ja nicht anders verdient. Doch, hat sie, aber... So. Wer hat denn da kaum noch Munition? Chris war das. So. Geht's denn hier jetzt raus? Wo bin ich hier? Was liegt da? Serum! Dreimal Serum? Dreimal Serum, dreimal Serum. Oh, geht's hier irgendwo weiter? Nee. Das ist aber auch so... ich sehe das hier kaum. Hexagonal Crank? Ja. Brauchen wir mal. Okay, da hat sich die Wand da geöffnet. Wahrscheinlich müssen wir trotzdem hier mal komplett rum. Locked, carving of a spear, meh, Drescher, Elevator, ja, einmal nach oben fahren. Oh, das ist... erstmal eins, zwei, ich glaube, hieran kann ich mich erinnern. It's nailed shut and won't open. Ja, zugenagelt, verschlossen und wird sich nicht öffnen. Wenn das die Stelle ist, an die ich mich gerade erinnere, kommen hier gleich Hunde. Nö. Hier ist nur ein Brunnen? Oder sowas in der Art? Ein Pool? Wo genau nichts ist. Auch keine Info. Super. Ein Entspannungsabteil. Da kann man seinen Urlaub verbringen. Nee, dann gehen wir mal hier. Nee, kommen wir ja gar nicht. Dann gehen wir mal da wieder zurück. Und die andere Seite lang, wo auch noch ein Schlänkchen auf uns wartet. Eins? Oh, zwei. Eins. Schon wieder auf der Taste rum, wie ein Bescheuerter. Miss.
Jetzt hau weg. Geht doch. Barry hat den Tag gerettet. Apropos, was ich vorhin gesagt habe. Barry und Sterben. Ihr könnt euch doch aus der letzten Folge noch an die Entscheidung erinnern. Ob Barry vorrennen soll oder nicht. Ich habe euch doch da gesagt... Oh, the door is now locked. Dass, ich da eine schlechte Erinnerung dran habe. Oh, ein Speicherraum. Und, ich kann euch sagen, was passiert wäre, wenn wir ihn hätten vorrennen lassen. Barry wäre gestorben. Deswegen, es war eine gute Entscheidung, den nicht vorrennen zu lassen. Und hier können wir unser Spiel speichern. Das werde ich dann auch hiermit tun. Ich werde dann hier jetzt einen Cut machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn euch mein Let's Play gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und wenn euch irgendwas nicht gefällt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Über Feedback würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und damit sage ich mach's gut, ihr macht's besser. Bis dahin. Ciao.